Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022 oder auch Train Simulator Classic. Der Danny spielt das. Wir befinden uns wie gehabt hier in Mainz Hauptbahnhof im zweiten Teil des Szenarios ICE 1021 auf seiner Fahrt von Köln nach Nürnberg. Und ja, wir sind jetzt hier in Mainz angekommen, haben noch unsere Fahrt nach Frankfurt vor uns. Als nächste Station wird dann kommen Frankfurt am Main Flughafen und Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ja. So, soeben ist hier die S8 eingetroffen auf dem Weg nach Offenbach Ost. Das ganze Szenario stammt aus dem Hause Fair System Sound Design. Es gab vor rund 10 Monaten schon den ersten Teil, den ich auch präsentiert habe auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr euch daran nochmal erinnern wollt. Damals haben wir auch diesen Zug gefahren. ICE-Steuerwagen bzw. Ex-Metropolitan und hinten dran eine 101. Ja, warten jetzt hier auf unsere Abfahrt. Waren ein bisschen früh. 38 waren wir hier. 42 hätten wir da sein sollen. Ja, und haben Abfahrt 44. Das heißt, wir haben noch gut 3 Minuten Zeit, bis wir abfahren. Es ist mittlerweile dunkel geworden. Da kommt die nächste S-Bahn. Also es ist mittlerweile dunkel geworden hier in Mainz, beziehungsweise auf der Fahrt so. Meine Damen und Herren, am Gleis 4 steht zur Abfahrt bereit ICE 1021 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ja, da wird sie unseren meinen. Natürlich. Also ich finde diese Ansagen ja einfach spitze, ne? Weltklasse, muss ich ehrlich sagen. Da fühlt man sich wirklich wie live an einem Bahnhof, also absolut genial. Fair System Sound Design macht wirklich grandiose Szenarien. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Also da fehlt es dem Realismus an gar nichts. So, ich denke mal, dass wir wieder eher abfahren als 44. Wir sind in Bingen schon zu früh abgefahren. Statt 23 sind wir da 22 abgefahren. Und wie ich den Balken hier sehe, da ist ja auch gleich schon wieder am Ende, wird das hier wohl 43 werden statt 44. Der Zug ist heute ein wenig, ja, zu früh, würde ich fast sagen. Hat es heute ein bisschen eilig. Sag ich doch, 43. Wir haben noch nicht mal 43. Und der hat schon abgepfiffen. Na gut, dann ist dem halt so, ne? So, Türen sind geschlossen. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Oder kommt noch was? Ah, ein Stadler Flirt. Da reingefahren. So. Auf geht's. Nächste Station. Frankfurt am Main. Flughafen Fernbahnhof. Oh, ein bisschen weiter aufschalten hier. Sollen da sein in gut, ja, 10, 15 Minuten. Es geht eigentlich noch. Wunderschön. Wunderschön. Da fährt sie hin, unsere 101. So, und hier hat auch irgendwas Ausfahrt. Wahrscheinlich die S-Bahn, die gerade hier eingefahren ist. So. Wir sind aber hier im Tunnel. Und haben nach wie vor 80 als Höchstgeschwindigkeit. Oder als Maximalgeschwindigkeit. Ihr hört's, aber ihr seht's nicht. Irgendein Zug fällt hier ein. Oder durch. Aber nicht zu sehen. Guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen.
Das ist die Express der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Nürnberg. Unser nächster Halt Frankfurt am Main Flughafen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen. Willkommen an Bord. Moment, das ist die Express zu Nürnberg. Next stop ist Frankfurt Main Airport. We wish you a pleasant journey. Ja, danke, danke. Da stehen auch schon wieder eine S-Bahn. Und es wird dunkler und dunkler. Und gleich dürfen wir endlich wieder 140. Und ich hoffe im weiteren Verlauf dann noch 160 oder 200. Fahren wir schön über die alte Brücke hier. Wunderschön. Schaut euch das an. Traumhaft, oder? Was ein geiler Blick, oder? Spiegelt sich sogar unten im Wasser. Das gibt's nicht. So geil. Was ein geiles Bild. Wunderschön. Na, das war wahrscheinlich schon zu spät. Ach, egal. Nee, das war nichts. Ah, da kommt ein IC1. IC1 wohlgemerkt. So, 120. Mal ein bisschen aufschalten hier. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Frankfurt. So, wo sind wir hier? Kann ich jetzt auch nicht gut erkennen. Wieder ein Güterzug? Nein, Regionalexpress. Sehr, sehr schön. Vorne schon wieder 120. Das heißt eigentlich, können wir mal ein bisschen abschalten wieder, weil das bringt jetzt nichts. So, lasst uns hier einfach mit dem Rollwiderstand langsamer werden, da brauchen wir die Bremse, glaube ich, gar nicht bemühen. Das geht von alleine so. 21, das sollte passen. Ja. Sehr, sehr nice. Können wir die Bremsen auch mal schonen, das ist doch auch mal was Feines. Da steht auch noch ein Güterzug bereit. Hab ich mich jetzt erschrocken. Stimmt, die Sieg war ja auch noch da. Bisschen aufschalten. Das verlieren wir zu viel Leistung bzw. zu viel an Geschwindigkeit. Hier steht jede Menge Rollmaterial rum. So, 130, 140, da wieder 100.
ist ein Gas geben bzw. eine Leistung ausschalten und ein Bremsen. Dass dann diese 160 so irgendwie ja, innen drin eingewoben, eingenäht, das ist ja, könnte auch nur 60 sein. Das ist es. Also Signalkunde machen, anders geht's ja gar nicht. Ist wieder so eine Sache, ne? Nur kurz vom Bahnhof könnte das natürlich auch 100, könnte das natürlich auch nur eine 60 sein, die da steht. Rüsselsheim. Vielleicht mal ein bisschen Signalkunde machen hier. 100. Gehen wir auf jeden Fall mal drauf. So, Formsignal ist gehoben, das ist sehr schön. Jetzt weiß ich nur nicht, was da stand, ob da eine 60 stand. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit 60 durch den Bahnhof schuckeln. Ich meine, da erkenne ich auch noch eine 1 neben der 100. Schwer zu erkennen, aber ich denke schon. Ihr werdet sehen, mehr zu Zwangsel kann es nicht geben. Es kommt auf jeden Fall 100. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt 60 kommt. Nee, Gott sei Dank. Ist doch nur 160. Gut, dann können wir ja schon wieder mal ein bisschen aufschalten, weil bis wir die 100 erreicht haben, ist 160 schon da. Genau, es ist doch klar zu erkennen. So, und gib ihm. Können wir ja mal ein bisschen aufschalten. Ein bisschen Leistung geben hier. Dann haben wir noch 12 Kilometer bis Frankfurt. Flughafen. Sehr, sehr nice. Bis Frankfurt sind es dann noch, bis zum Hauptbahnhof, sagen wir mal, viel mehr, bis sind es dann noch gut 24 Kilometer. Also noch 12 drauf. Tiefer. So, damit wäre das Szenario dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich weiß natürlich nicht, ob es noch einen dritten Teil gibt, weil bis Nürnberg, die Strecke gibt es ja. Ja, man kann ja MTS mittlerweile bis Nürnberg fahren, das ist ja durchaus möglich. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es noch einen dritten Teil geben wird. Wann, kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber wenn es einen dritten Teil geben sollte, wird er wahrscheinlich auch kommen. Wie gesagt, ein Zeitfenster kann ich euch da leider nicht nennen. Wäre natürlich schön, wenn wir die Reise bis Nürnberg wirklich eigenhändig zu Ende bringen könnten. Finde ich. 130. So, 8 Kilometer noch. So. Ah, deswegen, weil wir das Ausweichgleis nehmen. Ausweichgleis. Oder Ausweichgleis, wie auch immer. Und da ist auch LZB verlegt, ihr seht's. Das Kabel dort, was da links von. Jetzt habe ich mich total erschrocken. So. Jetzt können wir hier total aufschalten. Weil wir nämlich jetzt LZB gesteuert sind und das heißt, wir können nicht mehr zu schnell fahren. Eigentlich hoffe ich, dass die LZB da mitspielt. Wir werden es jetzt gleich sehen. Nee. Wir können trotz LZB fährt er zu schnell. Das ist doch komisch, oder? Komisch, komisch, komisch. Hm. Muss ich nicht verstehen.
ICE 1. Mein Gott. So, ist du für 220 oder? Gib mal alles, was maximal. Schauen wir mal, wie schnell wir fahren können. Was sich jetzt eigentlich für 5 Kilometer auch nicht mehr groß lohnt, aber möchte mal sehen, ob die LZB jetzt mitspielt oder nicht. Meine Damen und Herren, wir erreichen hier nach Kürze Frankfurt am Main Flughafen. Nächste Reisemöglichkeit. ICE 100 nach Dortmund über Köln, Abfahrt 22.09 Gleis 6. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, next stop Frankfurt Airport. Next connections are ICE to Dortmund via Köln, departure Terminal 9, Platform 6. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Der zeigt 80 an. Gehen wir da mal drauf. Ist ja eigentlich noch relativ pünktlich. Wenn wir nicht hier irgendwo jetzt eine böse Überraschung erleben, weil mit der LZB, dem traue ich nicht so. Dass der wirklich von selber bremst. Irgendwie macht die nicht mit heute. Die ganze Zeit am Piepen, aber tut sich nichts. So, 60. Aber das wird wahrscheinlich erst nach dem Bahnhof sein. Weil nämlich vorher kein Signal mehr kommt. So, wir sind doch relativ pünktlich laut Uhrzeit. 57 haben wir gerade mal, 59 soll mal da sein. Der Ausstieg ist in der Fahrtrichtung rechts. So, und dann fahren wir hier sanft in den Frankfurter Fernbahnhof rein. Ein bisschen nach vorne rollen, wir haben immerhin noch 0,15 Kilometer zu gehen. Wenn dann wollen wir den ganzen Bahnsteig ausnutzen. So, wir öffnen die Türen und sehen, dass wir doch noch vor dem Signal gehalten haben. Sehr, sehr nice. Hier im Frankfurter Flughafen oder Fernbahnhof. Ihre nächsten Anschlüsse. ICE 100 nach Dortmund Hauptbahnhof über Siegburg-Bonn. Abfahrt 22.09 von Gleis 6. Und RB 85 nach Rüsselsheim-Opelwerk über Rüsselsheim. Abfahrt 22.14 von Gleis 7. Ganz schön einsam hier. Dafür, dass es ein Flughafen ist, hätte ich eigentlich mehr erwartet. Aber ja, vielleicht kommt das noch. Ist ja auch spät am Abend. Aber da kommt was. Ich hab's gehört, aber nicht gesehen. Wo war's? Habt ihr das Flugzeug gesehen? War wahrscheinlich nur symbolisch. Aber Wahnsinn, oder? Der Sound ist ja genial. Mega. Absolut genial, oder?
Ich habe gedacht, du kommst erst in den Zug reingefahren, aber bis hier Flieger drüber geht, mindestens vom Geräusch her, Hammer. Boah, das habe ich jetzt nicht gedacht, ey. Das ist Wahnsinn, ey. So ein Sound ist ja genial. Also ich bin heute beruflich in Amsterdam oder an Amsterdam vorbeigefahren und genau an Schiphol vorbei und da ist auch die Flieger fliegen da ganz knapp über die Autobahn drüber. Es ist schon genial, ne? Wenn man die so sieht da so von nahen, das sind schon, wie groß die sind, diese riesen Dinger waren, sind wirklich, also ehrlich. Ich bin noch nie im Flugzeug gesessen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man die so von nahen sieht, wie die da runterkommen, absolut genial. So. Mega, und wie knapp die über die Autobahn fliegen, um auf die Landebahn zu kommen. Mega. Mega, muss ich wirklich sagen. Sehr, 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 sehr nice. So, auf geht's gleich. Meine Damen und Herren, am Gleis 5 steht zur Abfahrt bereit ICE 1021 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ladies and gentlemen, on platform 5, ICE 1021 to Nürnberg Main Station is ready for departure. Please board the train. Keep clear of the doors and take care when the train is departing. Ja, die Ansage war leider etwas verspätet, möchte ich sagen, weil wir haben bereits Abfahrt. Also alle, die jetzt noch einsteigen möchten, ja, haben leider Pech, aber dem ist dann halt so. Wir haben einen strengen Fahrplan und den müssen wir einhalten. Wir sollen 12 nach in Frankfurt sein und ja, dann möchten wir da auch sein. So, schalten wir ein bisschen schneller hier auf, beziehungsweise mehr Leistung. Die LZB sagt 60, die vorgegebene Geschwindigkeit sagt 80 und die kommende Geschwindigkeit sagt 160. Was genau ist jetzt richtig? Im Zweifel immer das, was auf den Signalen steht oder an den Signalen. Weil das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Dürfen nämlich 160, genau, das hat die LZB das auch erkannt. Und gleich ist wieder 100. Was ein Durcheinander. Da können wir ja eigentlich jetzt auf 100 bleiben, oder? Soll ich jetzt groß aufschalten, wenn wir in 1, noch was sowieso wieder runter müssen? Eigentlich jetzt Energieverschwendung, möchte ich fast sagen. Fahren wir durch diesen engen Tunnel, also es ist ja wirklich kein Platz mehr. Also wenn man da irgendwie sich drin verläuft, oh, jetzt kommt gleich LZB-Ende. Und sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach Nürnberg. Unser nächster Halt ist Frankfurter Hauptbahnhof. Wir wünschen eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board on ICE to Nürnberg. Next stop is Frankfurt Main Station. We wish you a pleasant journey. Ja, danke, danke. Warum der jetzt gerade so stark gebremst hat, ist mir auch nicht ganz klar. Klar, das hat er sich ja angekündigt. Wir dürfen jetzt noch 100, dann gleich 90. Was quittierpflichtig?
gleich 60. Ihr habt es gesehen, auf dem Signal stand 60. Mache ich das erstmal. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. So, wir dürfen uns wieder befreien. Das heißt, wir können auch aufschalten bis auf 90. Oh ne, hier ist 60, scheiße. Hatte ich doch recht mit 60. Das wird jetzt zeitlich natürlich eine enge Kiste. Jetzt dürfen wir gleich wieder 90, vielleicht können wir da noch ein bisschen Zeit aufholen. Bleiben bei 60. Ah. Ja gut, die Uhr da unten sagt natürlich immer irgendwie, ist über 90. Dass wir ein bisschen später kommen. Wichtig ist ja, was die reale Uhrzeit sagt. Da haben wir 6 nach für 5 Kilometer. Könnte knapp werden, könnte aber auch klappen. Minuten haben wir noch, beziehungsweise 5 Minuten. So, was haben wir hier? Steht da drauf? Gleich 60. Das heißt, wir fangen jetzt an zu bremsen. Wir werden nämlich unter 1000 Hertz Beeinflussung stehen. Haben wir wahrscheinlich gleich nochmal einen Gleiswechsel vor uns. So, 80 noch nach wie vor, aber gleich kommt da, ihr seht, 60. Jetzt mal genau hier. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten, voraussichtlich gegen 22.12 Uhr, Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Folgende Anschlussmöglichkeit besteht mit einer S3 nach Darmstadt, die Abfahrtszeit 22.17 Uhr, Gleis 101. Ringgenauer an der Linie 12 nach Königstein, 22.17 Uhr, Gleis 22. S1 nach Rödermark, Oberroden, 22.19 Uhr, Gleis 102. Ringgenauer Express 98 nach Kassel, 22.21 Uhr, Gleis 16. Ringgenauer Express 50. Nach Fulda 22.26 Uhr, Gleis 10. Für weitere Anschlüsse achten Sie auf die Lautsprecheransagen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Frankfurt aus- oder umsteigen. Danken für die Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, we will arrive now for the train station.
X-Connection Trains, S-Bahn-Service zu Darmstadt, 1017 from Platform 101, Local Train to Königstein, 1017 Platform 22, S-Bahn-Service to Röldermark, Oberroden, 1019 Platform 102, Local Train to Kassel, 1021 Platform 16, and local train to Fulda, 1026 from platform 10. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. So, das wird jetzt natürlich eine enge Kiste. Aber wir dürfen nicht schneller als 40 unter 1000 Hertz Beeinflussung. Deswegen lassen wir das mal. Dann tut man wieder 60. Kommt uns ein ICE 1 entgegen? Wunderschön. Wird eine enge Kiste. Na gut, eine Minute haben wir ja noch. Ist ja jetzt gleich sofort da. Könnte klappen, könnte wirklich klappen. Gerade so. So, und ich glaube, an dem nächsten Signal ist 30. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. An dem gelben Vorsignal stand eine 3 dran. Wir haben noch eine ganze Minute. Doch, nein, nicht stehen bleiben. Richtung links. Ah. Komm, 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 komm. Das könnten wir noch schaffen. Das schaffen wir auch. Das schaffen wir auch. Halten wir hier mal an. Und dann haben wir es geschafft. 22:12. 22:12 sollen wir ankommen. Das war's mit diesem sehr schönen Szenario von Persistent Sound Design, das sich dann nennt ICE 1021 Koblenz-Nürnberg Hauptbahnhof. Wir stehen jetzt vielleicht nicht ganz drin. Ihre nächsten Anschlüsse. S1 nach Rödermark-Oberroden über Offenbach. Abfahrt 22.20 Uhr von Gleis 102. S7 nach Riedstadt-Goddelau über Niederrad. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Peters. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir. Lasst ein Abo da für alle, die neu auf meinem Kanal sind. Aktiviert die Glocke. Gebt mir die Kanalmitgliedschaft. Es würde mir sehr helfen. Es würde meinem Kanal sehr helfen. Warum wir das Szenario nicht vollständig haben, ist mir auch nicht ganz klar. Wir haben doch eigentlich alles erledigt, aber egal. Lassen wir das so. Was soll ich noch sagen? Wie gesagt, das gibt's seit heute oder seit gestern, ich weiß es nicht genau, bei Festsystem Sound Design für 19,95 bei zu kaufen. Nennt sich ICE 1021 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Ihr sitzt hier auf der Strecke von Frankfurt-Koblenz und ist von Festsystem Sound Design. Teil 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters.
Haut rein, macht's gut. Bye, bye.